In diesem Video sind jetzt drei Größen gegeben und gesucht ist eine vierte. Das kann man mit dem Sinussatz lösen. Das werden wir später merken, ist aber trotzdem sehr geschickt, sich das mit Skizze vorzustellen. Tatsächlich gibt es später nämlich auch einen Cosinussatz, sodass man immer erst schauen muss, welche passt denn am besten. In dem Fall zeichne ich jetzt ein Dreieck ABC und ich zeichne die Größen ein, die ich habe. Seite A 7,5 cm, Seite C 5 cm und Alpha 70 Grad. Gesucht ist Gamma. Und jetzt sehe ich das eben, man kann den Sinussatz anwenden. Das zu dem wie das zu dem. Jetzt habe ich es kurz falsch gezeigt. Also Sinus von Alpha zu 7,5 cm ist wie Sinus von Gamma zu 5,0. Gesucht ist ein Winkel. Deswegen platziere ich die Winkel oben. Sinus Gamma zu 5,0 cm verhält sich wie Sinus 70 Grad zu 7,5 cm. Deswegen wichtig die Skizze, dass ich dann auch keine Fehler mache mit dem Reinschreiben bzw. mit dem richtig Aufstellen. Das wird sehr schnell fehleranfällig, wenn man hier versucht, ohne Skizze zu arbeiten. Und nun möchte ich nach Sinus Gamma bzw. am Schluss nach Gamma auflösen. Das heißt, ich bringe nach und nach alles weg, was überflüssig ist oder was da nicht mehr hin soll. Dass am Schluss Gamma ist gleich dran steht. Also rechne ich zuerst mal 5,0 cm auf beiden Seiten. Dann bleibt stehen, Sinus Gamma ist gleich das, was rechts schon stand, Sinus 70 Grad durch 7,5 cm mal die 5,0 cm, die ich auf beiden Seiten rechnen muss, damit es hier verschwindet. Jetzt weiß ich ja auch, dass ich den Gamma bestimme, wenn ein Sinus Gamma dran steht, indem ich den inversen Sinus nehme. Das habe ich jetzt so gleich hingeschrieben. Ganz wichtig, diese Klammern hier. Denn tatsächlich ziehe ich ja den inversen Sinus auf der linken Seite und von der kompletten rechten Seite. Taschenrechnertechnisch müssen wir dann natürlich auch bemerken, dass das hier komplett zusammengehört und davon der inverse Sinus genommen wird. Tatsächlich kann man sich diesen Schritt natürlich schriftlich auch schenken. Also irgendwann weiß man natürlich, wenn man hier nach Gamma auflöst, muss ich nicht nur das Ergebnis ausrechnen, sondern den inversen Sinus von diesem Ergebnis berechnen. Aber wichtig ist es eben, dass man die Klammern setzt, damit der Taschenrechner weiß, was zusammengehört. Dann kommt raus, Gamma ist 38,8 Grad. Sicherheitshalber müssen wir immer noch berücksichtigen, dass ja innerhalb von 180 Grad der Sinus zwei Ergebnisse hat. Wenn ihr euch an den Einheitskreis zurückerinnert, da gab es im ersten Quadranten und im zweiten Quadranten eine Lösung. Deswegen habe ich jetzt hier auch von 180 Grad das Ergebnis abgezogen, weil dieser Winkel könnte es ja auch sein. Schauen wir uns aber in die Aufgabe rein. Nein, der kann es natürlich nicht sein. Ich habe einen 70 Grad Winkel, dann kann der Winkel nicht 141,2 Grad groß sein. Also das haut nicht hin, deswegen muss es dieser Winkel sein. Das hat was mit Kongruenzsätze zu tun. Da könnt ihr mal euren Lehrer fragen, wenn ihr euch da vertieft einarbeiten wollt. Aber es gibt ein Dreieck, da wo es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, die zu konstruieren. Und in diesen Fällen kann es eben auch passieren, dass es ein anderes Ergebnis wie das erstgerechnete rauskommt. Das sollte man beim Sinussatz nur berücksichtigen, auch beim normalen Sinus, den ich berechne. Es gibt innerhalb von 180 Grad zwei Winkel. Und wenn das nicht zur Skizze passt, könnte es eben sein, dass ich den zweiten bestimmen muss. Das war's. Ihr sollt jetzt hier gemerkt haben, wir gehen schrittweise vor. Erst einzeichnen, skizzieren, dann aufstellen, dann umformen, dann am Schluss schauen, welcher Winkel ist richtig.